Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Wenn Sie vielleicht ab und zu mal einen Vortrag halten irgendwo und wenn es im kleinen Kreis ist, im Familienkreis, die Urlaubsbilder zeigen wollen und sowas, da stellt man Rechner irgendwo hin, schließt ihn an das Fernsehgerät oder an einen Projektor an und steht dann natürlich nicht im Weg. Die Zuschauer sollen ja was sehen können. Wie macht man das dann? Da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Ich habe hier etwas gefunden. Schauen Sie sich mal an. Das sieht aus wie eine kleine Tastatur und ist eine kleine Tastatur. Aber General Keys hat hier auch noch einen Laserpointer eingebaut, und zwar hier vorn. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, da können Sie sehen, da ist der Laserstrahl. Kann ich Sie mal blenden zu Hause. Keine Angst, kann nichts passieren. Übers Fernsehen geht es nicht. Damit können Sie also irgendwas zeigen auf der Leinwand, auf dem Fernsehgerät, irgendwo an der Wand. Und Sie haben die Möglichkeit, das Gerät auch noch zu verwenden als, ich zeige es Ihnen, da, Touchpad. Sie sehen da auf dem Display, wandert er rum, wenn ich es ein bisschen steiler stelle. So, da wandert er rum. Und ich kann jetzt auch darauf schreiben. Ich werde also einfach mal irgendetwas schreiben. Wo ist die Shift-Taste? Sind natürlich klein, die Tastatur, die einzelnen Tasten, aber es geht ja. Also wer richtig schreiben kann, ist wirklich ein Vorteil. Ich gehöre nicht dazu. Funktionstasten sind drauf, die Cursor-Tasten, das heißt auch die Maus-Steuertasten. Hier habe ich auch richtig die Cursor-Wippe als Cursor-Kreuztaste. So, und jetzt könnten Sie natürlich sagen, zu Recht sagen, mein Rechner hat aber keinen Bluetooth, denn das funktioniert über Bluetooth. Und da hat General Keys noch ein kleines Versteck hier, hier hinten dran. Pass auf, da ziehe ich das hier raus, ziehe hier diesen Bluetooth-Dongle raus, stecke den in meinen Rechner in USB hinein. Ich muss jetzt mal gucken. Da ist es. So, jetzt installiert er die Treiber, holt er sich aus dem Internet, so wie Windows das üblicherweise macht. Und da muss man noch einen Paarungslauf machen. Also hier diese Bluetooth-Taste drücken, dann blinkt das Ding. Und nach ein paar Sekunden kennt Ihr Rechner mit diesem Bluetooth-Dongle, der kostenlos noch dabei ist, auch diese Tastatur, diesen Presenter. Damit ist ein schöner Familienabend Tür und Tor geöffnet. Ich denke, das ist ein Teil, was mir wieder Spaß macht. Und tschüss.